30 Hektar. Gemüse, soweit das Auge reicht. Im Kartoffelkombinat gibt es weit mehr als nur Kartoffeln. Wir fahren nach Egenhofen, 45 Minuten südwestlich von München. Was ist denn euer konkretes Ziel durch die Genossenschaft? Unser Ziel ist es, dass wir unseren Mitgliedern eine praktische Alltagslösung bieten, damit die es leicht haben, sich mit guten, fair erzeugten und vor allem auch bezahlbaren Lebensmitteln zu versorgen. Und zwar jenseits von Raubbau und Ausbeutung. Das Kartoffelkombinat ist als Genossenschaft organisiert. Sprich, man zahlt für seine Mitgliedschaft und kriegt im Gegenzug einen Ernteanteil. Das entspricht einem einmaligen Pflichtanteil von 150 Euro, den man beim Austritt aus der Genossenschaft wieder zurückbekommt. Dazu kommen knapp 80 Euro im Monat für den Ernteanteil, verursacht durch Löhne, Saatgut und Co. Jede Woche stellt das Team vor Ort dafür eine Kiste zusammen. Die Mitglieder können diese dann abholen. Beim Kartoffelkombinat ist alles Bio. Pestizide gibt es hier nicht. Stattdessen behelfen sich die Gärtner hier mit einigen Tricks. Einer davon, Kleegras und Rasen im Gewächshaus, um die Feuchtigkeit zu speichern. Sowas gibt's natürlich auch auf den Äckern, erklärt mir Gärtnermeisterin Sophie. Wir säen eigentlich überall immer wieder Blühstreifen an. Und zwar sind es Mischungen, die sukzessive im Saisonverlauf immer neu blühen und genau die Insekten anlocken, die dann unsere Schädlinge dann wieder auffressen. Das Kartoffelkombinat versorgt rund 2300 Haushalte in München. Vor 2 Jahren war der Zuwachs so groß, dass die Aufnahme für kurze Zeit gestoppt wurde. Doch Jana merkt, die Leute müssen jetzt aufs Geld schauen. Wir glauben oder gehen davon aus, wie es ja überall die Nachfrage eingebrochen ist, dass jetzt die Leute tatsächlich als allererstes an guten Lebensmitteln sparen. Das ist für viele ein Luxus, der als erstes von der Liste gestrichen wird, wenn man auf sein Geld ein bisschen achten muss. Der Anspruch für die Zukunft ist klar. Das Kartoffelkombinat soll bezahlbar bleiben. Immer mit dem Ziel, ein Umdenken in München und darüber hinaus anzuregen.